In Deutschland dürfen keine genmanipulierten Pflanzen angebaut werden. Trotzdem gibt es Lebensmittel mit genmanipulierten Substanzen. Viele Bauern verfüttern Gensoja und Genmais. Helmut Peters lehnt das Genfutter ab. Den Trend aber kann er nicht stoppen. Wie viel Gentechnik kommt auf diesem Weg in unsere Lebensmittel? Und wie gefährlich ist das? Ich habe da manchmal schon ein komisches Gefühl. Wir gehen auf Spurensuche. Was ist wirklich bekannt über das Risiko genetisch veränderter Pflanzen? Und wie viel davon steckt in unserer Nahrung? Bruno ist ungeduldig. Er hat Hunger. Helmut Peters und seine Frau Petra züchten Schweine auf ihrem Hof in Mecklenburg-Vorpommern. Seit über 30 Jahren ist Peters Landwirt. 70 Sauen stehen in seinem Stall. Obwohl Soja zu den wichtigsten Bestandteilen im Tierfutter gehört, lehnt Peters es ab. Der Grund? Sojaschrot ist heute zum Großteil gentechnisch verändert. Gensoja ist Helmut Peters unheimlich. In Amerika, das hat er gelesen, gab es auf den riesigen Farmen seltsame Auffälligkeiten. Bei Sauen gab es in Nordamerika Trächtigkeitsprobleme. Auch in der Rindviehhaltung gab es schon Probleme bei den Milchkühen. Aber dieses nachzuweisen ist halt auch nicht ganz einfach. Und dann, wenn einzelne Farmer nachweisen sollen, dass es vom Gensoja gekommen ist, naja, ich weiß nicht, ob die unbedingt die Untersuchungen bezahlen können. Also ich bin da sehr skeptisch. Aber dass es Betriebe gibt, die Probleme hatten oder haben, was Trächtigkeit im Sauenbereich anbelangt, das ist schon ist bekannt. Bloß die Ursachen sind nicht richtig untersucht und auch noch nicht richtig erforscht worden. Auch wenn nichts zu beweisen ist, Peters kauft lieber einheimische Pflanzen, um seine Tiere mit Eiweiß zu versorgen. Er ist kein Biobauer, aber seine Schweine sollen so natürlich wie möglich groß werden. Gentechnik kommt Helmut Peters nicht auf den Hof. Für das Schweinefutter, das hier angeliefert wird, zahlt Helmut Peters rund ein Drittel mehr als viele seiner Kollegen. Die kaufen das genmanipulierte Sojaschrot. Dieses Schrot ist in Deutschland zugelassen und deutlich preiswerter. Also wird es auch massenhaft gekauft und verfüttert. Im Endeffekt ist es nur der Preis. Und der Preis bestimmt die Zusammensetzung. Und wenn Soja billig ist, und Soja wird immer so gehalten, dass es auch konkurrenzlos eigentlich dasteht. Und aufgrund dessen ist im konventionellen Bereich keine Alternative möglich eigentlich. Ne? Aber, oder auch nicht gewollt. Da kann man ja auch einfach mal so sagen. Wir fragen uns, wenn Tiere genetisch verändertes Soja fressen, landet das am Ende auch in Milch und Fleisch und damit doch bei uns? Wie viel Gensoja wird eigentlich bei uns verfüttert? Unsere Spurensuche führt uns nach Hamburg. Hier sitzt, direkt im Hafen, die Zentrale einer der größten Tierfutterhersteller Deutschlands. Die Habema. Mit eigenem Pier und riesigen Silos. Ein kleiner Frachter liefert gerade Sojaschrot. Es stammt von der benachbarten Hamburger Ölmühle. Dort wurde das Öl aus den Sojabohnen gepresst. Was übrig bleibt, das sind vor allem die Schalen, ist das sogenannte Sojaschrot. Hier wird es zu Tiernahrung weiterverarbeitet. Soja kommt tonnenweise aus Nord- und vor allem Südamerika. Und rund 90% der Sojabohnen, die dort angebaut werden, sind gentechnisch verändert. Geschäftsführer Manfred Thering wartet dringend auf Nachschub aus Übersee. Von hier aus gelangt das Tierfutter auf Bauernhöfe in ganz Deutschland.
400.000 Tonnen produziert allein die Habema jedes Jahr. Die Tierernährung ist ohne gentechnisch verändertes Soja heute nicht mehr darstellbar. Deswegen sind wir angewiesen auf Importe gentechnisch veränderten Sojas. Dies betrifft nicht nur uns oder die Bundesrepublik, sondern das ist weltweit im Einsatz und auch nicht zu ersetzen. Wir sind offenbar längst abhängig von diesem genmanipulierten Soja. Es ist ein gentechnisch veränderter Organismus, so lautet die offizielle Bezeichnung, abgekürzt GVO. Pro Jahr werden rund 40 Millionen Tonnen Sojabohnen und Sojaschrot nach Europa importiert. Das meiste davon ist gentechnisch verändert. Soja wird zur Ölgewinnung gebraucht, als Zutat in Lebensmitteln und eben als Tierfutter. Und auch der Mais aus Nord- und Südamerika ist bereits zu etwa 70% genetisch manipuliert. Wir haben hier Futtermittel für verschiedenste Tierarten. Und in fast allen Säcken und in allen Futtersorten sind gentechnisch veränderte Bestandteile, insbesondere Soja, teilweise aber auch Mais, und werden exakt auch nach den gesetzlichen Vorschriften ausgewiesen. Überall stecken also genetisch veränderter Mais und genmanipuliertes Soja drin. Die Futtermittelhersteller müssen diesen Anteil exakt benennen und als genetisch verändert kennzeichnen. Tiere füttern heißt Menschen ernähren, so lautet das Motto von Habema. Die Bauern wissen zwar, dass sie genmanipuliertes Futter verfüttern, aber wir wissen nicht, ob unsere Wurst, unser Käse oder unsere Eier von Tieren stammen, die das Genfutter gefressen haben. Hierfür gibt es keine Kennzeichnungspflicht in Deutschland. Eine Logik, die Helmut und Petra Peters nicht verstehen. Ihren Tieren wollen sie das Genfutter nicht zumuten. Aber sie selbst haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob und wie viel Gentechnik sie da eigentlich jeden Tag indirekt mitessen. In dem Moment, jetzt, wenn ich für die Ernährung unserer Familie zuständig bin, also wenn ich einkaufe, dann versuche ich darauf zu achten. Aber mir sind halt wirklich die Hände gebunden, weil man nichts findet. Und ich muss ja Wurst, Käse, ich muss ja alles einkaufen, was die Familie schon gerne essen möchte. Ne? Uns ist da nicht richtig wohl bei. Wir versuchen es ja, aber ohne die richtige Kennzeichnung ist meine Meinung, oder die richtige Kennzeichnung, würde es uns erheblich erleichtern, gentechnisch frei zu essen. Also ich für meinen Teil, ich gebe ganz ehrlich zu, ich verdränge das so ein bisschen. Ne? Also ich verdränge das und sage mir, na gut, wir werden schon, also das wird schon so gehen und ja, es ist nicht zu ändern. So gebe ich das ehrlich zu. Warum werden Mais und Soja überhaupt gentechnisch manipuliert? Immer schon haben Menschen versucht, Pflanzen zu verändern, um sie ihren Wünschen anzupassen. Aber mit der Gentechnik erreicht das Ganze eine neue Dimension. Mit ihrer Hilfe greift der Mensch zum ersten Mal direkt in das Erbmaterial einer Pflanze ein. Gentechnik ist ein Milliardenmarkt. Längst wird in den Laboren der Großkonzerne das Erbgut vieler Pflanzen manipuliert. Wir fahren zum größten Chemiekonzern der Welt, zur BASF. Südlich von Frankfurt liegt die Forschungsstation. Der Chemieriese arbeitet mit dem amerikanischen Konzern Monsanto zusammen. Das ist einer der umstrittensten Konzerne der Welt. Zusammen manipulieren sie Mais, Soja, Raps und Baumwollpflanzen. Es geht um Marktanteile. Gentechnisch veränderte Pflanzen sind weltweit immer mehr im Einsatz, sind auch ein starkes Erfolgsmodell, wenn man sich die Landwirte anschaut. Mittlerweile sind es schon mehr als 13 Millionen Landwirte, die gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Also da ist der Bedarf in der Landwirtschaft nach solchen verbesserten Pflanzen ganz klar gegeben. Die USA sind für die BASF ein Traummarkt. Die riesigen Versuchsfelder des Chemiegiganten in Iowa.
Gerade hat BASF eine neue Sojapflanze entwickelt, auch für den europäischen Markt. Warum sind diese Genpflanzen bei den Landwirten so gefragt? Und wie funktioniert das mit der Gentechnik? Mit einem raffinierten Trick. Bei normaler Züchtung versucht man, bestimmte Eigenschaften im Erbgut der Pflanze zu verstärken. Man kann aber keine neuen Eigenschaften hinzufügen, die die Pflanze nicht im Erbgut hat. Das geht nur mit Gentechnik. Man nimmt also die gewünschte Eigenschaft eines Organismus, meist sind es andere Pflanzen oder Bakterien, sucht das eine bestimmte Gen, das für diese Eigenschaft verantwortlich ist, und baut es der Pflanze ein, die man verändern will. Das neue Soja zum Beispiel ist nun gegen ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel immun. Das entwickelt und liefert die BASF gleich mit. So kommt alles aus einer Hand. Das Gift und die einzige Pflanze, die dagegen immun ist. Das Versprechen? Unkrautfreie Felder für die Landwirtschaft. So wird Abhängigkeit geschaffen. Allein die Firma Monsanto besitzt fast 90% Marktanteil beim Gensoja. 22 Pflanzenarten wurden genetisch manipuliert und patentiert. Die meisten dieser Pflanzen sind resistent gegen bestimmte Unkrautvernichtungsmittel. Andere sollen sich selber gegen Schädlinge schützen, weil man ihnen das Gen eines Bakteriums eingebaut hat. Zum ersten Mal werden so künstlich Arten miteinander verknüpft. Ein Vorgang, der in der Natur nicht vorkommt. Wer garantiert uns eigentlich, dass wir so etwas wirklich unbedenklich essen können? Bislang nur die Hersteller. Man analysiert die Pflanze, die Inhaltsstoffe, also die komplette Zusammensetzung der Pflanze. Man beobachtet und untersucht die Umweltfaktoren und man macht sozusagen eine komplette Analyse dieses Organismus. Und deswegen glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, diese Pflanzen sind sicherer, mindestens so sicher wie konventionell gezüchtete Pflanzen. Wer kontrolliert eigentlich diese Experimente am Erbgut? Die Suche nach Antworten führt uns nach Italien, nach Parma. Hier sitzt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA genannt. Die EFSA wurde zum Schutz der Verbraucher gegründet und soll die Genindustrie überwachen. Jedes Unternehmen, das eine neue Genpflanze oder Produkte daraus auf den europäischen Markt bringen will, muss hier bei der EFSA einen Antrag auf Zulassung stellen. Ein Stab von europäischen Wissenschaftlern bewertet dann das Risiko. Sie sprechen allerdings nur eine Empfehlung aus. Am Ende entscheiden die Politiker in Brüssel über die Zulassung. Auch deutsche Wissenschaftler arbeiten bei der EFSA. Einer von ihnen ist Professor Detlef Bartsch vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Ihn wollten wir befragen, aber das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz verbietet uns das Interview. Ein Grund wird nicht angegeben. Wir können nur spekulieren. Einigen Forschern gilt Detlef Bartsch als zu gentechnikfreundlich. Und es gibt Zweifel, auch in Brüssel, an der Unabhängigkeit der Behörde. Diese Kritik wird oft geäußert. Es ist so, dass unsere Kriterien für die Auswahl der Wissenschaftler ganz genau festgelegt sind. Das wichtigste Kriterium ist auf der einen Seite die wissenschaftliche Exzellenz. Wir gehen also hier ganz genau vor und sehen, was haben diese Leute schon alles publiziert, was sind ihre wissenschaftlichen Erfahrungen. Auf der anderen Seite verlangen wir von allen unseren Experten, dass sie ihre Interessen offenlegen. Jeder Wissenschaftler muss öffentlich erklären, ob er Aktien besitzt, Sitze im Vorstand oder Beratertätigkeiten in der Industrie hat, welche Forschungen er betreibt und wo. Die EFSA entscheidet dann, ob ein Interessenkonflikt besteht. Aber reicht das aus? Immerhin wird bei der EFSA bewertet, was wir essen können oder nicht.
600 Kilometer von Parma entfernt, in München, treffen wir Christoph Thehn. Er gehört zu einer Gruppe von unabhängigen Biowissenschaftlern, die die Entwicklung beim Genfood sehr genau beobachten. Er hat die Internetplattform EFSA-Watch gegründet und aufgedeckt, wie nah offenbar manche EFSA-Mitarbeiter der Industrie tatsächlich sind. Wir haben gesehen, dass eine leitende Angestellte der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA direkt zur Industrie gewechselt ist, nach ihrem Ausscheiden. Vorher war sie Leiterin der Abteilung Gentechnik bei der EFSA. Hinterher ist sie direkt in die ähnliche Position gegangen beim großen Konzern in Europa, Syngenta, die selber gentechnisch veränderte Pflanzen produzieren und hat dann für den Konzern versucht, eben hier für die Anmeldung und für die Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen eben Stimmung zu machen. Und das geht unserer Ansicht nach nicht. Da müsste also eine Abkühlungsperiode sein zwischen der Tätigkeit bei der Behörde und der Tätigkeit bei der Industrie. Ansonsten ist es ja so, dass die Mitarbeiter Kontakte mitnehmen, Insiderinformationen, die sie gegebenenfalls dann auch einsetzen können, um Zulassungen zu beschleunigen. Christoph Thehn hat diesen Vorgang bei der EU gemeldet und um eine Stellungnahme gebeten. Und Brüssel prüft. Bei der EFSA in Italien liegen zurzeit 65 Anträge für die Zulassung von neuen Genpflanzen vor. Auf der EFSA lastet ein enormer Druck. Denn Europa hinkt mit der Zulassung der genmanipulierten Pflanzen auf diesem lukrativen Markt hinterher. Übrigens, alle Informationen für die Überprüfung liefern die Unternehmen selbst. Eigene Tests führt die EFSA nicht durch. Ob so allerdings eine umfangreiche Kontrolle möglich ist, ist fraglich. Dinge, die mit dem momentanen Stand des Wissens nicht erfasst werden können, die können wir momentan auch nicht beurteilen. Aber das ist das Gleiche für alle Bereiche des Lebens. Und das Wichtige für uns ist, dass wir eine sehr sorgfältige Prüfung nach den internationalen Richtlinien, wo sehr, sehr viele Experten beteiligt waren, diese zu erstellen, durchführen auf dem höchsten Stand des Wissens. Zurück in München. Christoph Thehn und anderen Kritikern reichen die Prüfkriterien der EFSA nicht aus. Schließlich landen genmanipulierte Substanzen am Ende in unseren Lebensmitteln. Die internationalen Richtlinien sind Christoph Thehn zu lasch. Was ihn am meisten stört: Es gibt kaum Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen die Genpflanzen auf die Tiere und auf uns haben. Es gibt wenig unabhängige Studien. Es gibt auch Studien, wo man gedacht hat, man hat Gesundheitseffekte gesehen, die wissenschaftlich auch nicht haltbar waren. Und letztendlich ist man wirklich vor einer Situation, wo man sagt, es ist auch nach 10 Jahren kommerziellen Anbau gentechnisch veränderten Pflanzen, sind die eigentlichen Risikofragen nicht zu beantworten, weil die Studien schlichtweg fehlen. Die einzige Langzeituntersuchung mit Genfutter wurde von der Technischen Universität München-Weihenstephan durchgeführt. Die Wissenschaftler um Heinrich Meyer haben dafür selbst Genmais angebaut. Eine Sorte des Konzerns Monsanto, der ein Bakterium-Gen eingebaut wurde. 25 Monate lang wurde eine Gruppe Kühe mit diesem genmanipulierten Mais gefüttert. Eine zweite Gruppe bekam gentechnikfreien Mais. Die Tiere wurden genau beobachtet. Gab es mehr Krankheiten bei den Kühen, die Genfutter bekamen? Gab es Unterschiede in der Fruchtbarkeit? Wie viel Milch gaben sie? Jeden Tag wurde die Milch kontrolliert. Nach der Schlachtung auch die inneren Organe. Hat man irgendeinen Unterschied gefunden zwischen den Versuchsgruppen? Auch nach den besten analytischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, gibt es keinen Unterschied in den Lebensmitteln tierischer Herkunft, egal ob sie gentechnisch veränderten Mais oder eben den üblichen Mais gefressen haben. Also Entwarnung. Aus unserer Sicht ist damit eine vollständige Entwarnung gegeben. Das klingt zunächst beruhigend. Diese Entwarnung, betont Heinrich Meyer, gilt jedoch ausdrücklich nur für diese eine Genmaissorte eines Konzerns. Man könne das nicht einfach verallgemeinern auf andere genetische Veränderungen, so Meyer.
Jede Genpflanze müsse geprüft werden wie Medikamente in der Pharmazie. Die einzelnen Sorten, die dabei produziert werden, die müssen alle sorgfältigst geprüft werden, in genau der gleichen Art und Weise, wie ein neues Pharmakon geprüft wird. Man kann nicht Pharmaka als solche prüfen, sondern jede gentechnische Veränderung ist in ihrem Grundsatz unterschiedlich und sie muss in allen Kriterien geprüft werden. Ob das Fleisch dieser Würstchen von einem Schwein stammt, das Genfutter gefressen hat, werden wir auch in Zukunft nicht erfahren. Eine Kennzeichnungspflicht für tierische Produkte will Brüssel nicht einführen. So kommt weiter Gensoja in Massen nach Europa und damit in unsere Lebensmittel. Beim Einkaufen erfährt Petra Peters davon nichts. Hinweise auf der Verpackung jedenfalls findet sie nie. Helmut, bist du da? Ja. Du. Ich habe heute einen tollen Fund gemacht. Guck mal, bei der Milch hier ist ein ganz großer Stempel drauf. Ohne Gentechnik. Toll. Toll, ne? Dann nimmt es jetzt wohl doch Form an. Ja, das erste Mal, dass ich überhaupt Lebensmittel so in der Richtung gefunden habe. Nicht gut. Habe ich mich auch gefreut. Und dann habe ich hier nochmal gesehen, bei dem Müsli. Guck mal hier, da steht drin Sojamehl und dann ist da ein Sternchen ohne Gentechnik. Also ist das auch gekennzeichnet, aber ganz klein. Hier ist nur ein großer Stempel drauf. Ja, vielleicht drauf. Machen sie das so klein und nur mit einem Sternchen bei Sojamehl, weil sie beim anderen nicht hier Palmfett, Kokosfett, Sonnenblumenöl, Karottensaft, naja. Da können sie vielleicht noch nicht garantieren. Aber hier beim Sojalecithin überall, da ist auch ein Sternchen. Da ist auch ein Sternchen, genau, das ja. Habe ich gar nicht gesehen. Aber gut, aber da steht wenigstens schon mal was davon drin, ne? Ja, aber ein bisschen klein, ne? Ja. Statt. Ja, hier steht lange nicht mehr gesehen. Bedeutet das, wenn nichts draufsteht, ist also auch nichts drin? Wenn Gentechnik drin ist, muss auch Gentechnik draufstehen. Also ich halte das für sehr wichtig, dass das so gekennzeichnet wird, wie es auch wirklich ist. Gut. Es ist noch verwirrender. Bis zu 0,9% Gentechnik können enthalten sein, auch in Bioprodukten, ohne dass es gekennzeichnet werden muss. Auch das hat die EU so festgelegt. Bis zu dieser Grenze gilt die Gentechnik als eine sogenannte zufällige Verunreinigung. Denn längst kann wirklich niemand mehr für gentechnikfreie Nahrungsmittel garantieren. Dabei: Alle Verbraucher haben ein Recht zu erfahren, was in den Lebensmitteln drin ist. Ne? Und dazu gehört auch ein Hauch von Gentechnik. Und dann muss der Verbraucher selber entscheiden, ob er dieses Lebensmittel kauft oder nicht. Das ist schon, dieses Kuddelmuddel halte ich für nicht gut. Weizen, Roggen, Gerste, Soja. All das sind Bestandteile in unserem Brot, Brötchen und Kuchen. Der kleine Laden von Thomas Müller liegt nicht weit vom Hof der Peters entfernt. Wie sichert sich der Bäcker ab, um nicht plötzlich Gentechnik in seinen Zutaten zu haben, die er gar nicht will? Ja, für uns ist das natürlich ein Riesenaufwand, solche Produkte auch dann nachvollziehbar zu machen für die Produktauswahl, auch die wir haben. Eine eigene Analyse seiner Zutaten kann sich Thomas Müller nicht leisten. Er kauft seine Ware über den Großhandel der Bäckergenossenschaft, wie die meisten Bäcker in Deutschland. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich auf seine Lieferanten zu verlassen. Dass zum Beispiel dieses Sojaschrot den europäischen Richtlinien entspricht. Für jede Lieferung kann er Zertifikate anfordern, die ihm das bestätigen. Man setzt natürlich auch ein Riesenvertrauen auch in seine Lieferanten oder auch in die Rohstofflieferanten. Man ist natürlich umgeben von dieser gesamten Gentechnik. Und ob es denn immer in jedem Produkt, was denn vielleicht neu auf den Markt kommt oder was schon da ist und sag ich mal dann wieder geliefert wird, ob es immer so sein wird, dass es hundertprozentige Sicherheiten gibt. Ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen. Und wie macht das die Lebensmittelindustrie? Wie stellt die sicher, dass keine oder eben nur die maximal 0,9% Gentechnik in ihren Produkten enthalten ist? Wir fragen bei den großen Lebensmittelkonzernen an.
bei Nestle, bei Unilever, Kraft Food und Dr. Oetker. Aber überall heißt es, nein, kein Interview. Bleibt uns nur der Verband der Lebensmittelhersteller in Berlin. Ganz in der Nähe der Politik residiert die einflussreichste Lobbyorganisation der Nahrungsmittelindustrie. Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde steht für rund 500 Verbände, Unternehmen und Einzelbetriebe. Eins eint die Unternehmer: das Schweigen über Gennahrung. Wir haben nicht einen Lebensmittelhersteller vor der Kamera, alle haben abgesagt. Gibt es eine Absprache, nichts zu sagen zum Thema Gentechnik? Nein, es gibt keine Absprache, aber man möchte eben nicht als einzelnes Unternehmen mit dem Thema Gentechnik in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden und die anderen dann quasi positiv dastehen lassen, während es letztendlich negativ bewertet wird, wenn das Thema Gentechnik im Zusammenhang mit einem einzelnen Marken- oder Unternehmensnamen steht. Deswegen vermeiden eben auch die Unternehmen, mit dem Thema Gentechnik öffentlich in Berührung gebracht zu werden. Ist es die Angst, nichts mehr zu verkaufen? Noch gibt es zum Beispiel Soja aus Brasilien, das ohne die Hilfe von Gentechnik produziert wird. Aber auch dort ist die Gentechnik auf dem Vormarsch. Für die Lebensmittelkonzerne wird es eng. Wie sollen sie noch garantieren, dass ihre Lebensmittel gentechnikfrei sind? Sie müssen sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen, so schon allein bei der Frage der Rohstoffbeschaffung. Das tun die Unternehmen auch. Sie überlegen sich sehr genau eben, welche Zutaten in den Lebensmitteln eingesetzt werden und setzen im Augenblick eben auf nicht gentechnisch veränderte Zutaten. Die werden aber immer weniger, wenn ich richtig informiert bin. Die werden immer weniger, aber bis jetzt ist es eben so, dass die Vermeidungstaktik der Unternehmen noch zu fahren ist. Das heißt eben auch heute, Deutschland ist nicht gentechnikfrei, sondern Deutschland ist gentechnikkennzeichnungsfrei im Augenblick. Und wer kontrolliert die Lebensmittelindustrie? Das machen die Bundesländer. In Hamburg ist es das Amt für Hygiene und Umwelt. Hier gibt es inzwischen eine eigene Gentechnikabteilung. Der Chemiker Norbert Hess und sein Team gehen hier jeden Tag auf die Suche nach versteckter Gentechnik in Lebensmittelproben. Das ist unser Probeneingang und da haben wir einerseits die Lebensmittel, die hier oben stehen, die noch untersucht werden müssen. Das sind in der Regel eben Maisprodukte, sojahaltige Lebensmittel wie auch Brot oder Brötchen haben wir untersucht, um erstmal herauszufinden, ist in der Probe überhaupt gentechnische Veränderung nachweisbar? Und wenn diese nachweisbar ist, müssen wir herausfinden, welche Linien sind es denn nun? Sind sie zugelassen oder nicht? Es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Die Lebensmittel werden zerkleinert und dann im Labor in ihre Bestandteile zerlegt. Und da immer mehr Genpflanzen zugelassen werden, muss das Laborteam immer mehr genetische Veränderungen untersuchen. Das kostet Zeit und Geld. Der Grenzwert von 0,9% Gentechnik wird selten überschritten. Das heißt aber nicht, dass Norbert Hess und sein Team nicht immer wieder fündig werden. Sogar in Kindernahrung. Gerade Milchersatzprodukte für Säuglinge enthalten Soja. Wir finden dann auch immer wieder mal Spuren von GVO-Soja in erster Linie, in diesen Milchersatzprodukten in erster Linie. Und das ist auch bei anderen Bundesländern immer wieder ein positiver Befund, dem wir nachgehen und der dann beanstandet wird. Ob davon nun wirklich eine gesundheitliche Schädigung ausgeht, kann man nicht mit Sicherheit sagen, ist aber nicht sonderlich wahrscheinlich. Trotzdem denke ich, der Verbraucher sollte die Entscheidungsfreiheit haben, will er dieses Produkt mit Gentechnik oder ohne. Auffallend viele Lebensmittel im Probenschrank stammen aus Asien. Neben Soja ist ein Hauptbestandteil Reis. Und hier taucht in letzter Zeit ein ganz neues Problem auf. Hess findet immer wieder Veränderungen, die er gar nicht kennt. Unbekannt ist, gibt es schon eine ganze Menge. Wir haben gerade das Problem bei Reisprodukten aus China, wo bekannt ist, es gibt Reisprodukte, die gentechnisch verändert sind. Wir wissen häufig nicht, welche gentechnische Veränderung das ist, nach denen wir suchen. Für diese Produkte gibt es keine Zulassung in Europa. Und darum auch keine Informationen,
welche Gene in den Reis eingebaut wurden. Andere Produkte untersucht Norbert Hess erst gar nicht. Sojaöl und Sojalecithin, das in Schokolade und vielen Backwaren steckt. Hier lässt sich nicht mehr nachweisen, ob es gentechnisch verändert wurde. Für Öl gibt es nur die Möglichkeit, durch Dokumentenprüfung festzustellen, aus welchen, zum Beispiel Sojabohnen, wurde denn dieses Öl hergestellt und sind die Ausgangsmaterialien, die Sojabohnen in dem Fall, gentechnisch verändert oder nicht. Also deswegen haben wir hier ja auch aus dem Hafen diese Sojabohnen. Die untersuchen wir, bevor das Öl daraus gemacht wird. Das heißt, wir prüfen nach, welches Öl ist aus welchen Sojabohnen hergestellt worden. Wir fragen uns, was passiert eigentlich mit dem ganzen Öl, das aus Gen-Sojabohnen gewonnen wird? Wir fragen bei ADM an, eine der größten Ölmühlen in Europa. Die Firma ist in amerikanischem Besitz. ADM bezieht Soja aus Nord- und Südamerika. In den USA und Argentinien sind genveränderte Sojabohnen ohne Auflagen zugelassen. Das bedeutet, die Gentechnikware wird nicht getrennt. Nicht bei Aussaat und Ernte. Und nicht beim Transport. Und wie trennt man dann hier genfreies und genmanipuliertes Soja? ADM lehnt ein Interview ab. Fast in Sichtweite ist der deutsche Hauptsitz von Greenpeace. Greenpeace geht regelmäßig auf die Suche nach unerlaubter Gentechnik in Lebensmitteln. In diesem Fall sind es Schokoriegel mit Anteilen aus genmanipuliertem Soja und Mais. Greenpeace hat seit Jahren sogenannte Gendetektive. Das sind ehrenamtliche Greenpeace-Mitarbeiter oder Verbraucher, die immer wieder in den Supermärkten nachgucken, ob sie gekennzeichnete Produkte finden. Und die haben uns dann diese Reese's zugeschickt. Die sind gekennzeichnet mit Genzucker, Gensoja und Genmais. Und daraufhin haben wir uns mal in diesen Regalen ein bisschen umgeschaut und haben noch mehr Schokoriegel aus Nordamerika gefunden, die eben auch nicht gekennzeichnet waren. Und haben die dann mal ins Labor geschickt, um zu gucken, ob da Gentechnik drin enthalten ist oder nicht. Greenpeace hat die Riegel von zwei Laboren prüfen lassen. Das Ergebnis? So, das ist jetzt mal ein Analysebericht von einem Butterfinger-Schokoriegel. Und da kann man ganz gut erkennen, erstmal ist Soja-DNA vorhanden. Und dann sieht man, dass diese Soja-DNA zu 84% aus gentechnisch veränderter Soja stammt. Und dann haben wir nochmal weitergeguckt, ob wir Mais finden. Und haben dann eben ganz unterschiedliche nachweisen können. Das war mal der Mohn 810, der Mohn 863, also alles ein Mais von der Firma Monsanto. Und insgesamt haben wir, wenn man sich diese Sachen anguckt vom Mais, das ist eine lange Liste, das sind alles die, die hier in Europa zugelassen sind zum Verzehr, haben wir 7 Stück nachweisen können. Und das ist illegal, weil das muss für den Verbraucher gekennzeichnet werden. Der muss darüber sich informieren können und das war nicht der Fall. Was passiert also, wenn man so einen Schokoriegel isst? Wenn Sie gentechnisch veränderten Schokoriegel essen, werden Sie sicherlich nicht tot umfallen. Aber ich kann Ihnen auch nicht garantieren, dass das keine Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Es gibt einfach viel zu wenig Studien darüber, welche Auswirkungen das auf die menschliche Gesundheit hat. Man weiß einfach nur, dass es immer wieder zu unvorhergesehenen Effekten in Fütterungsversuchen bei Ratten und Mäusen mit Genpflanzen kam in den letzten Jahren. Und das ist für uns ein Zeichen, dass man im Moment einfach die Finger davon lassen sollte, weil einfach zu wenig darüber bekannt ist. Wie reagiert der Hersteller? Der Hersteller, also das ist in diesem Fall die Firma Nestle, hat deutlich gemacht, dass sie diese Produkte nicht für den europäischen Markt produziert haben. Das stimmt auch. In diesem Fall sind die Importeure, die das direkt aus den USA nach Europa bringen, verantwortlich dafür, dass diese Produkte korrekt gekennzeichnet sind. Oder sie sind eben verantwortlich dafür, wenn sie keinen Anbau von Genpflanzen fördern wollen, solche Produkte erst gar nicht auf den Markt zu bringen. Wie ist das eigentlich bei uns mit dem Anbau von Genpflanzen? Wir fahren nach Niedersachsen. In der Nähe von Hannover findet eine große Landwirtschaftsausstellung statt. Die Feldtage der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. So, jetzt wird das Kilo zugehen beim Schmuck. Alle großen Agrarkonzerne sind hier natürlich vertreten und stellen den Landwirten ihre neuen Produkte vor. Es geht um Spritz- und Düngemittel. Neue Erntemethoden und neue Getreidesorten. Es geht um Information und ums Verkaufen. Um diesen optimalen Erntetermin hinzubekommen,
Da haben wir hier eine relativ einfache Sache mit aufgeführt. Und zwar geht es hier einfach mal um Anwendungszeitpunkte. Wann muss ich rein? Wonach richte ich mich? Das, was wir sehen, das sind... Auch Helmut Peters ist dabei. Das große Thema dieses Jahr auf den Feldtagen ist die grüne Gentechnik. Grün steht hier nicht für Öko, sondern für Pflanzen. Die mitgebrachten Genpflanzen sind sicherheitshalber hinter Glas untergebracht, aus Angst vor Zerstörung. Helmut Peters macht sich auf den Weg zur Diskussion. Umfragen zeigen, ein Drittel aller Bauern würde sofort genmanipuliertes Getreide anbauen. Ein Drittel ist unentschlossen und nur ein Drittel ist dagegen. Auf dem Podium sitzen eine Vertreterin der BASF, ein Biobauer und zwei Genforscher. Und leisten bei den Landwirten Überzeugungsarbeit. Der Landwirt hat was davon, der Verbraucher hat auch was davon. Und wenn ich an die Zuckerrübenversuche zurückdenke, muss ich sagen, die Umwelt hat auch was davon, wenn weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Warum nicht Gentechnik? Was ist gegen Gentechnik zu sagen? Es ist eine sichere Technik, es ist eine Züchtungsmethode, die wird zugelassen. Es ist definitiv keine gesundheitliche Gefahr. Also von daher ist es eigentlich nur eine ideologische Verschmutzung, die da gezogen wird. Und die Frage ist wirklich, warum? Was mich verunsichert beim Thema Sicherheit, ist diese Behörde in Europa, die EFSA, wo die Umweltminister der Mitgliedstaaten sagen, die gehört mal reformiert, weil die zu industrielastig ist, macht mich als Bauer wieder unsicher. Was soll ich denn jetzt glauben? Sind die neutral und objektiv oder vertreten die bestimmte Interessen? Fragezeichen. Ich denke, dass wir, wenn wir bei der grünen Gentechnik auf der Bremse stehen, uns in Zukunft viel verschenken. Und wenn wir jetzt merken als Landwirt, das kommt in den nächsten 10 Jahren wieder nicht, vielleicht auch einen Haufen Geld in vielleicht falsche Technologien investieren, weil es im Moment der einzig mögliche Weg ist, um ein Stückchen weiterzukommen, während wir durch grüne Gentechnik vielleicht einen großen Schritt weiterkommen könnten. Für mich persönlich, als eigenverantwortlicher Bauer, der Lebensmittel produziert, spricht eindeutig das Artenüberspringen dagegen. Was hat ein Bakterium, Gen in einem Mais oder sonst irgendwo zu suchen? Danke. Gute Frage. Noch steht kein Gengetreide auf den Feldern. Aber die deutschen Landwirte pro Gentechnik haben inzwischen ihre eigene Organisation, InnoPlanta. Und ihren eigenen Lobbyisten, der sich für den Anbau von GVO, der genetisch veränderten Organismen, stark macht. Wir haben um Folgendes Angst. Es werden mehr und mehr GVO-Produkte importiert, weiterverarbeitet. In 60% aller Futter- und Lebensmittel sind sie bereits drin. Aber die Landwirte hier haben nicht die gleichen Wettbewerbschancen, die Produkte, die importiert werden, auch hier anzubauen. Das funktioniert nicht. Ja, wenn man über Jahrzehnte Wachstum und Innovation vorgepredigt bekommt, dann, ja, das kann ich, weiß ich gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Dann erliegen viele dem Wachstum und dem Innovationsgedanken dermaßen, dass sie vielleicht die Natürlichkeit so ein klein wenig aus dem Auge verlieren. Während in Deutschland und Europa über Anbau, Zulassung und Kennzeichnung gestritten wird, wächst in den amerikanischen Laboren der Chemiekonzerne, wie hier bei BASF, längst die nächste Generation Genpflanzen. Es werden ihnen immer mehr neue Eigenschaften hinzugefügt. Sie sollen Trockenheit und Überschwemmungen besser vertragen, dabei doppelte Erträge liefern und so dem Klimawandel trotzen. Die Industrie will also die Menschheit retten. Die wachsende Erdbevölkerung müsse mit Nahrung versorgt werden. Und welche Rolle die Gentechnik dabei spielen soll, demonstrieren sie im Internet. Auf den Webseiten der Hersteller finden wir ihre Argumente.
Heute leben mehr als 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Bis 2030 werden es schon 8 Milliarden sein. Wie wollen wir all diese Menschen ernähren, wenn uns nur begrenzte Anbauflächen zur Verfügung stehen? Könnte da etwas Wahres dran sein? Hat die Gentechnik vielleicht Vorteile? Gerade angesichts der knapper werdenden Lebensmittelressourcen, die wir im satten Europa nicht wahrhaben wollen. Beispiel Raps. Der wächst überall bei uns und dient der Ölgewinnung und als Futterpflanze. Die BASF hat nun den Raps gentechnisch so verändert, dass er die für unsere Körper wichtigen Omega-3-Fettsäuren produziert, die eigentlich vor allem im Fischöl vorkommen. Ein anderes Beispiel. In den USA arbeiten die Wissenschaftler gerade an einer Maissorte, die lange Trockenzeiten besser aushalten kann. Und trotzdem guten Ertrag bringt. Bei dem Thema Trockentoleranz schauen wir ganz konsequent in der Natur, wo bietet die Natur schon einen Schutzmechanismus? Also welche Pflanzen oder welche anderen Organismen sind in der Lage, Trockenbedingungen zu überdauern? Und diese genetischen Merkmale isolieren wir, charakterisieren wir und übertragen sie dann auf Nutzpflanzen, um die Nutzpflanzen entsprechend besser zu schützen. Dem Mais wurde ein Gen von einem Moos eingebaut, das besonders gut Wasser speichern kann. Noch hat keiner der Konzerne eine dieser Pflanzen auf den Markt gebracht. In Deutschland ist der Anbau von genetisch veränderten Pflanzen bislang verboten. Bis auf eine Ausnahme. Die Genkartoffel Amflora der BASF durfte auf einem einzigen Feld in Mecklenburg-Vorpommern angebaut werden. Diese Kartoffel liefert Stärke für die Papierindustrie, ist also kein Nahrungsmittel. Die Amflora ist vielleicht erst der Anfang. In den USA soll demnächst das erste gentechnisch veränderte Tier zugelassen werden. Ein Lachs, der doppelt so groß wird wie eigentlich von der Natur vorgesehen. Der Landwirt Helmut Peters würde niemals genmanipuliertes Getreide anbauen, egal welche Vorteile das hätte. Für mich steht es fest, dass ich das nie machen werde in meinem Leben, weil ich die Auswirkungen, die sind unabsehbar meiner Meinung nach. Und wir sollten nicht diese tiefgreifenden Eingriffe in die Natur machen. Das halte ich für sehr bedenklich. Und wir haben ja eine Verantwortung für unseren Planeten und die sollten wir meiner Meinung nach auch wahrnehmen. Für die Verantwortung, die Peters übernimmt, ist er bereit zu zahlen. Sein gentechnikfreies Futter ist deutlich teurer. Wir wundern uns über mangelhafte Kontrollen, bevor gentechnisch veränderte Pflanzen bei uns in Europa auf den Markt kommen. Und eigentlich kann uns niemand sagen, wie groß das Risiko für uns Verbraucher am Ende ist.